Letztes Mal in der Amiibus, in dem Amiibus Story Pro Projekt. Ich kann nicht reden, Alter, guter Beginn. Wir machen heute, wie man vielleicht an dieser tollen Anmoderation bemerkt hat, weiter mit dem Amiibus Story Projekt, das wir hatten. In der ersten Folge, der letzten, die wir hatten, hat sich Günther, PMD Günther, der K-Rool Amiibo, nachdem er sich nach und nach immer weiter in den Rängen der Amiibo hochgekämpft hat, bis er irgendwann an der Spitze angekommen war, musste er gegen einen neuen Eindringling, einen Donkey Kong, der von der dunklen Macht übernommen wurde, musste er sich beweisen. In einem Kampf um Leben und Tod, nachdem er trainiert hatte, die dunkle Macht erwischt und angegriffen hatte, hat er es nicht geschafft zu gewinnen. Er hat verloren und ist nun weg. Was machen die anderen jetzt? Wie kann man diese Situation noch zu den eigenen Gunsten drehen? Das ist die große Frage. Doch ist nicht erst einmal die große Frage, wie konnte es überhaupt so weit kommen? Wie konnte die dunkle Macht auftauchen, um überhaupt einen Donkey Kong zu übernehmen? Was ist überhaupt passiert? Wie viele wissen, die eigentliche Geschichte von Günther und Lord Ecke, der dunklen Macht, dem reinen Element, sie basiert auf dem Spiel Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und auch dieses Mal ist es eigentlich so gewesen. Bis zu dem Punkt, an dem sich Dinge geändert haben. All die Zeit waren teilweise Dinge anders. Es fanden Kämpfe statt, die nicht stattfinden sollten. Was ist geschehen? Alles hat begonnen, als Lord Ecke und Günther sich zum ersten Mal getroffen haben. Am Strand von Schatzstadt. Natürlich war es eine sehr seltsame Situation für die beiden. Lord Ecke wollte einfach nur an den Strand gehen, sich ausruhen, und dann liegt auf einmal ein Pokémon im Sand, bewusstlos. Und natürlich ist es auch für Günther nicht schön gewesen, aufzuwachen ohne Erinnerungen, und ein einziger ist da. Und verletzt war er auch noch. Da hat sich natürlich für ihn schnell der Schluss gezogen, dass es Lord Eckes Schuld war, dass er war, wie er war. Und dementsprechend gab es erstmal ein bisschen Problematik zwischen den beiden bei ihrem ersten Treffen. Natürlich hatte Günther eigentlich auch einen Typenvorteil, aber man muss auch überlegen, wie viel Kampferfahrung er wirklich mit seiner Amnesie hatte. Aber auch grundsätzlich, einfach seine Stärke kam schon zum Vorteil. Wobei Lord Ecke, vor allem taktisch gesehen, bereits ein ausgereifterer Kämpfer war. Wie wir hier bereits sehen, war der Kampf auch ziemlich ausgeglichen. Mit Stärkephasen von beiden Kämpfern, während Günther zum Beispiel vor allem am Anfang schnell dominant war, hat Lord Ecke, nachdem er es geschafft hat, Günther besser zu analysieren, einiges aufgeholt. Das ist das Wichtigste für einen Kämpfer wie Lord Ecke. Er muss den Gegner lernen. Er muss lernen, wie der Gegner sich überhaupt verhält. Und damit konnte er dann auch früh in eine Führung gehen, die er dann aber auch gleich wieder verloren hat. Natürlich haben auch beide versucht, den Kampf für sich zu entscheiden, indem sie all ihre Möglichkeiten genutzt haben. Auch den Strand selber ausnutzen, die Steine ausnutzen, den Gegner vielleicht versuchen abzulenken. Wozu gibt es schließlich die Blubberblasen der Krabi? Schnauze halten, ich mache ein Storyprojekt. Der Kampf hat einige Zeit gedauert, wie man sich vielleicht denken und wie man bereits sehen kann. Ich hätte auf Freestock schalten sollen. Ich kann super Story erzählen und habe keine Ahnung, was ich hier noch sagen soll. Außer, dass der Kampf
verdammt nochmal ausgeglichen war, von Anfang bis Ende, wie man vielleicht sieht. Beide schenken sich hier überhaupt nichts. Aber auch beide merken, es kann eine gute Idee sein, sich nah am Rand aufzuhalten. Bloß wusste Günther defensiv oft nicht so ganz, was er überhaupt genau machen sollte. Wie man vielleicht merkt, wodurch Lord Ecke ihn häufig relativ kritisch erwischen konnte. Da musste er ganz weit los, der arme Günther, der wollte gar nicht mehr hier sein. Hat man vielleicht gesehen, der hat da seinen Propeller ausgepackt und ist ganz weit losgeflogen. Aber dann hat er bemerkt, vor Lord Ecke kann man schlecht flüchten. Da kämpft er lieber und versucht noch etwas rauszuholen. Denn wenn es einen Vorteil gibt, den Günther gegenüber Lord Ecke hat, dann ist es die Ausdauer. Und man kann ja auch versuchen, die Umgebung noch mehr für sich zu nutzen. Vielleicht kann man die Steine ja sogar einsaugen und dann schleudern. Das hat sich aber relativ schnell rausgestellt. Nein, das funktioniert nicht. Und damit bleibt der Kampf auch weiterhin ausgeglichen. Aber solche kleineren Kombos, die Lord Ecke kann, sind genau das, was Günther verwehrt bleibt. Wodurch sich der Kampf nach einer Zeit auch in eine Richtung gedreht hat. Wie man hier bereits bemerkt. Inzwischen ist die Führung relativ deutlich, die sich hier zeigt. Und nur wenige Schläge haben nur noch gefehlt, bis der Kampf entschieden war. Günther hat zwar alles gegeben, aber wirklich eine Chance hatte er letztendlich nicht gegen einen erfahrenen Kämpfer. Er hat zwar alles probiert, vor allem ihm auf die Fresse zu treten, aber letztendlich hat dann der Erfahrene unter den Kämpfern gewonnen. Ja, kann passieren. Kann man auch nichts gegen sagen, ist eigentlich das logischste Ergebnis. Hat sich dann aber relativ schnell rausgestellt, dass es ja nur ein Missverständnis zwischen den beiden war. Und dann ist die Geschichte weitergegangen, wie sie eigentlich sollte in Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Bis zu der Stelle an der Wasserfallhöhle. Dort gab es eine ähnliche Situation wie zu Beginn nochmal. Nämlich, dass ich die Stocks jetzt weniger stelle, damit die Kämpfe nicht so sacklang dauern. Professional Storytelling am Start, Leute. Ja, den da nehmen wir. War nicht den mit 999. Es gibt kein 900. Das war ein HP und nicht Leben. Wäre aber auch lustig. Zählen kann sie auch nicht. Hier, falls ich hier mal mitkämpfen will, ich meine natürlich, das ist ein Storyprojekt. Sowas gibt's hier nicht. Ich meine, Stagewandel. Nein, wir wollen keinen Stagewandel. Stage-Kniffe wollen wir auch nicht. Auch wenn wir sowieso auf Battlefield oder Omega kämpfen. Das war nötig. Ja, das war nötig. Es ging eben weiter bis zu der Situation, an dem die beiden an der Waterfall Cave waren. Im normalen Spiel wäre es jetzt einfach so gewesen, dass Günther gesagt hätte, yo, lass mal reinspringen. Lord Ecke hätte gesagt, okay, wenn ich tot bin, dann bringe ich dich um. Ja, hätten sie dann halt gemacht. Hier war es halt ein bisschen schwerer so, Lord Ecke zu überzeugen. Und die beiden haben sie erstmal drum geprügelt, was sie jetzt machen. Meine Storytellings sind toll, ich muss es in Smash Bros. Umsetzen, Leute. Irgendwie ist die Story, also das heißt, so professionell wie die Varus-Edition. Ach, denkst du, ich hab mir irgendwas hier vorher überlegt, das ist alles fucking improvisiert. Außer eben die Stages, die ich hier schon hatte. Deswegen wieder ein Kampf und immer noch Lord Ecke, merkt man, der erfahrenere und trainiertere Kämpfer. Auch wenn er sich ein bisschen weit drum dreht, da könnte man meinen, ihm wird schnell schwindelig. Und ich glaube, so weit wie er da geflogen ist, wird ihm auch schwindelig. Natürlich hat der Wasserfall auch seine Tücken. Und man kann leicht runterfallen, was natürlich auch keinem von den beiden passieren wollte.
weshalb man hier gut aufpassen muss. Heißt aber nicht, dass man da lang will, wo Günther gerade lang ist. Auch hier wieder, wie am Strand, kann man auch die Seitenränder für sich nutzen. Oh, wo wir gerade vom Runterfallen reden. Da hat Lord Ecke nicht aufgepasst, wo er hinspringt und ist runtergefallen. Hieran merkt man bereits auch, welche Fortschritte Günther in der bisherigen Zeit bereits gemacht hatte im Vergleich zu Lord Ecke. Er kann noch einen besseren Kampf gegen ihn abliefern. Natürlich, wenn man sich retten kann, was Günther jetzt zum Beispiel nicht konnte, da er die Pflanze verfehlt hat, kann einem der Wasserfall auch helfen, da die Aufwinde durch das verdunstende Wasser, die ich mir jetzt ausgedacht habe, einen schön weiterbringen können und nach oben tragen. Und Günther passt auch auf, dass er nicht noch einmal die Pflanze verfehlt. Aber Lord Ecke, ganz riskant, ganz am Rand, mit seinen Kombos, in der Hoffnung, es noch für sich entscheiden zu können. Und wir haben einen ausgeglichenen Kampf bis zum Ende, an dem Günther dieses Mal den Kampf für sich entscheiden konnte. Und damit hat auch seine Aussage in diesem Fall gezählt. Und die Geschichte ging weiter, wie sie sollte. Und zwar so lange, bis sie in der dunklen Zukunft angekommen sind. Ja, Leute, wir machen hier einfach weiter, wie es vorher war. In der dunklen Zukunft standen sie dann vor der nächsten Streitfrage, über die sie sich gestritten haben. Die beiden haben sich in diesem Pokémon Mystery Dungeon nicht so gut verstanden wie im Original, falls man das merkt. Weil, sollte man jetzt irgendwie Reptail, was macht man mit dem? Sollte man dem vertrauen? Da war Günther eindeutig dafür, Lord Ecke hingegen nicht. Und gibt's noch andere Matches als dieses hier? Also als diese zwei Kämpfer? Und man merkt, Günther hat sich ganz neue Technik. Digga, jetzt mal for real, das hat er noch nie gemacht. Kannst du bitte noch mehr disrespekten, Junge? Double Foot Stomp. Lord Ecke hat natürlich versucht, nach seiner letzten Niederlage dieses Mal seine Meinung durchsetzen zu können. Aber der Junge Foot Stomp ja nur noch. Da fuck. Und jetzt muss er wieder ganz weit los. Ich glaube, der will ein Timeout erzielen. Sorry, aber ihr habt kein Zeitlimit, Junge. Man merkt, Lord Ecke... Ähnlich sozial wie beide in Portale. Lord Ecke hatte bereits versucht zu trainieren, um mit Günther mithalten zu können und dieses Mal zu gewinnen. Aber wie man vielleicht merkt, Günther hatte mehr Training und weiß vor allem, wie er Lord Ecke möglichst demütigen kann, um seinen Standpunkt nochmal zu vertreten. Ja, da ist natürlich die Sache, Lord Ecke versucht dann ihm zu zeigen, wie das ist. Nur, dass Günther sich deutlich besser retten kann und es deswegen nicht funktioniert. Hier hat Lord Ecke zwar mal seinen ersten Stock gezogen, aber man merkt, der Kampf ist sehr, sehr deutlich. Ein guter Treffer, da ist er auch gekommen. Fast ein Freestock für Günther. Dementsprechend wieder dieselbe Situation. Wessen Meinung zählt? Genau, Günther. Man merkt, wie im Originalspiel, wer hat was zu sagen? Immer nur der Main Character. Nee, eigentlich im Originalspiel hat er nicht gefühlt, aber der Partner was zu sagen. Scheißegal. Danach ging es zum Glück erstmal relativ friedlich zu zwischen den beiden. In der Salzwasserhöhle auf ihrem Rückweg aus der Zukunft kam es nicht zu größeren Rangeleien. Und auch allgemein zwischen den beiden kam es nicht mehr zu größeren Rangeleien. Sondern zwischen ihnen. Und schließlich am Temporal Tower zwischen Dialga. Ja genau, wir brauchen drei im Team Rot. Das Spiel hat's verstanden. Ich will nicht nochmal den Günther scannen. Als schließlich der Kampf gegen Dialga dann anstand. Und dieser Amiibo ist sicher nicht einfach nur PMD Groudon, den ich umbenannt und umgefärbt habe. Nein, nein. Ja. Aber mit dem Training, was die beiden schon hatten,
Oh Gott, das war kein spannender Kampf, kann ich euch sagen. Ey, jetzt hau nicht. Auch das Teamplay, das die beiden hier zeigten, wie man bereits sieht. Die Rettung der Welt war auch schon mal schwieriger. Die Jäger hat zwar alles versucht, um sie zusammenzuschlagen. Und austeilen kann er, das muss man ihm auch lassen. Aber wirklich eine Chance lassen wollten Günther und Lord Ecke ihm jetzt nicht. Auch wenn natürlich der Punkt ist, wie man hier bereits sieht, die Alga hat 170% und lebt noch und kann dafür... Oh, ich dachte kurz sogar, das wäre Lord Ecke. Ich meine natürlich, das wusste ich, ist ja alles schon in der Vergangenheit passiert. Die Zahnräder der Zeit im Hintergrund sind schon langsam am Verblassen. Die erste Custom Stage heute, die ich selbst erstellt habe, lel. Ja, und der Kampf geht weiter. Lord Ecke ist etwas mitgenommen, aber nicht so mitgenommen wie die Alga. Günther kriegt jetzt auch mal einen mit. Und sag mal, fucking Bosa, kannst du mal was anderes machen? Ich meine nicht, dass ich es nicht gewohnt wäre, aber... Der Kampf läuft, wie man sieht, zwar gar nicht so eindeutig, wie man vielleicht vermuten könnte, bei einem 2 gegen 1. Nicht einmal so eindeutig wie der letzte Kampf in der dunklen Zukunft zwischen Günther und Lord Ecke. Aber letztendlich trotzdem mehr als eindeutig genug, um zu zeigen, dass der Temporal Tower gerettet werden konnte. Die Jäger, Primal Jäger, hatte nicht wirklich eine Chance, seine Revier zu verteidigen wie so ein Köter. Lol. Hier, Lord Ecke angreifen, alles nur ein Bait, damit Günther den Kampf beenden kann. Und damit, mit Günther an der Spitze, Lord Ecke als sein Mitstreiter, wurde der Zeitturm gerettet. Bisschen alles gut, alles wie es werden sollte. Aber was sich in der Geschichte leider nicht verändert hat im Vergleich zum Original, ist der Abschied, den es am Ende geben muss. Bloß ist es nicht zwingend, dass Günther gehen muss, sondern Günther oder Lord Ecke. Und jetzt dürft ihr raten, was passiert ist. Sie haben sich drum geprügelt. Und natürlich ist das keine Situation, die gut für Lord Ecke aussieht, wenn man überlegt, wie die letzten Kämpfe liefen. Vor allem in der dunklen Zukunft. Bloß diese Taktik kann Günther dieses Mal nicht so gut verwenden. Es geht zwar theoretisch, aber nicht so gut. Denn es gibt nicht so viel Platz am Fuß des Temporal Towers, um runterzufallen. Die zweite Custom Stage, die ich hier selber gemacht habe. Rechts sieht man bereits das Regenbogen-Steinschiff, das ein bisschen an Farbe verloren hat. Warten, was sie auch als Kampffläche nutzen. Unten bereits das Gras des verlorenen Landes. Aber nur einer von den beiden würde zurückkehren. Und Günther, du kannst immer noch nicht outtimen. Man merkt, Lord Ecke ist schon auch ziemlich entschlossen, hier nicht zu gehen. Aber letztendlich gewinnt nun mal der Stärkere. Und das ist im Verlaufe dieses Abenteuers offensichtlich nicht mehr Lord Ecke gewesen. Nach dem ersten Kampf am Strand hat Günther jeden Tag trainiert, ist jedes Mal stärker geworden und konnte Lord Ecke jedes Mal besiegen. Und auch dieses Mal sieht man bereits, alles sprach dafür. Alles sprach dafür, dass Lord Ecke wieder verliert. Stimmt. Nichts stimmt. Aber womit beide nicht gerechnet hatten, auf was beide nicht geachtet hatten, war, dass sie nicht mehr alleine waren. Der ganze Hass, den es zwischen ihnen gab, ihr Streit, hatte etwas beschworen, das eigentlich nicht existieren sollte. Die dunkle Macht in Form eines Donkey Kong. Und die dunkle Macht wusste, wie sie wollte, dass der Kampf ausgeht. Und zwar nicht in Günthers Gunsten. Sie wollte, dass Lord Ecke bleibt,
dass Günther verschwinden muss. Und dafür hat sie sich auch eingesetzt. Das wunderbare Gameplay im Hintergrund weiß ich jetzt nicht, wie ich es kommentieren soll. Das Ganze ist gerade nachkommentiert, musste es auch getan werden, aufgrund höchster Unfähigkeit des Donkey Kongs, der die dunkle Macht darstellt. Da ich nicht mein Amiibo nehmen konnte, da der nicht ruhig genug gestanden hätte am Anfang, musste ich meinen Bruder fragen. Und währenddessen musste ich ihm 5 oder 6 Mal sagen, er soll mich einfach F-smashen und up-smashen. Und er hat es nicht hinbekommen, auf F-smash zu drücken. Das ist jetzt natürlich super für die Story. Der große Twist, der sich in diesem letzten Kampf ereignet hat, ein eigentlich eindeutiger Sieg für Günther, wurde komplett gedreht mit dem Auftauchen der dunklen Macht. Man merkt vielleicht auch, er ist nicht wirklich darauf klargekommen, was passiert ist, aber wie soll man auch? Auf einmal ist da irgendein Wesen, die dunkle Macht, von dem sie in dieser Fassung noch nie zuvor gehört hatten. Das hat ihn so überfordert, es hat sogar die Zeit für einen Moment angehalten. Es war im Raum-Zeit-Kontinuum, ist etwas schiefgegangen durch das Auftauchen der dunklen Macht. Und Lord Ecke, ihm war auch nicht bewusst, was genau dieses Wesen ist, aber er wusste, es kämpft für ihn, es hilft ihm weiter. Es hilft ihm, sein Ziel zu erfüllen und diesen Kampf nach einem großen Rückstand noch für sich zu entscheiden. Also wieso sollte man sich darüber beschweren? Deswegen kämpft er. Komplett ignorieren, was genau die dunkle Macht überhaupt will. Die dunkle Macht selber, hat man auch bemerkt, ist zwar nicht sehr erfahren im Kampf, da sie vor kurzem, genauer gesagt vor Sekunden, erst beschworen wurde. Doch es reicht für diesen Sieg.